Stand 1701 Uhr Lesedauer 2 Minuten. Dat für die Abschiedszeremonie aufgebahrte Sarg von Jana Nowotna mit einem Bild von ihrem größten sportlichen Erfolg. Quelle Pavaclav Sack. Jana Nowotna weinte herzergreifend nach der Wimbledon-Niederlage gegen Steffi Graf. Sie rührte die Menschen beim Sieg 1998. Jetzt nahm die Welt Abschied von der beliebten Tennisspielerin, die mit 49 einem Krebsleiden erlag. Unter einem tristen, grauen Himmel nahm die Schlange der Verwandten und Freunde festkennende, die am Montag von der verstorbenen Tennisspielerin Jana Nowotna ihren Abschied nehmen wollten, wie die Nachrichtenagentur berichtete, nahmen an der Trauerfeier für die Wimbledon-Sieger in Bonn 1998 in deren tschechischer Heimatstadt Brno bei nur rund 300 Ehrengäste in der schlichten, weißen Kapelle teil. Die Eltern Libusse und Frentise Knowotny führten die Trauergemeinde an. Quelle Pavaclav Sack. Jana Nowotna war am 19. November im heute vor 49 Jahren an einem Krebsleiden gestorben. Auch die zweifache Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova legt Teams Adjira verstorbenen Kollegin Blumen nieder. Sie hatte einen unglaublichen Kampfgeist, sagte die 27-jährige Tennisspielerin Petra Kvitova. 27 legt Blumen nieder in der Kapelle und vor dem Sarg von Jana Nowotna. Quelle Pavaclav Sack. Kann geführt wurde die Trauergemeinde von den Eltern Libuse an Frentise Knowotny, die Rembruder Pavel Nowotny, auch ehemalige internationale Tennisgrößen wie die Tschechen Helena Suková und Jan Kodes waren gekommen, ebenso wie Kvitova, die durch eine Messerattacke eines Einbrechers vor knapp einem Jahr schwer an der Hand verletzt worden war und gerade wieder den Anschluss an die besten Profispielerinnen der Welt geschafft hat. Die MC-Circuit der Frauen überaus beliebte Nowotna hatte zu ihrer aktiven Zeit die Endspiele von Wimbledon 1993 gegen Steffi Graf und 1997 gegen Martina Hingis verloren, dann aber 1998 gegen die Französin Adelaide Auzet den Titel gewonnen. Legendär wurde jeder Moment, in dem sie nach ihrer Niederlage gegen Graf bei der Siegerehrung in Tränen ausbrach, von der Herzogin von Kent getröstet werden musste und herzergreifend an deren Schulter schluchzte. Jana Nowotna nach ihrer Niederlage gegen Steffi Graf mit der Herzogin von Kent. Quelle Pimpix Bavaya. Wir müssen sie vor allem als lieben, bescheidenen und kameradschaftlichen Menschen und als Kämpferin auf dem Court in Erinnerung behalten, sagte Jan Kurz, Wimbledon-Sieger von 1973 und enger Weggefährte der reinstigen Weltranglisten zweiten. Urheberrecht Welten 24 GmbH, alle Rechte vorbehalten. Sie galt als Tenniswunderkind, war jüngst Nummer 1 aller Zeiten. Jetzt gewann Martina Hingis mit 36 den Mixed-Titel in Wimbledon und geht mit der heutigen Generation hat ins Gericht. Jana Nowotna war eine der elegantesten Tennisspielerinnen ihrer Zeit, doch sie galt als ewige Zweite. Unvergessen aber machten sie einen Stilbruch und große Emotionen nach einer Niederlage gegen Steffi Graf. Jana Nowotna ist im Alter von nur 49 Jahren gestorben. Die Tscheche gehörte zu den bestehenden Tennisspielerinnen der Welt. Ein Finale gegen Steffi Graf bleibt in besonderer Erinnerung. Sie gehörte zu den bestehenden Tennisspielerinnen der Welt. Nun ist Jana Nowotna tot. Die tschechische Wimbledon-Siegerin ist dabei im Alter von nur 49 Jahren. Besonders ein Finale gegen Steffi Graf bleibt in Erinnerung. Bei seinen Engen ist die Karriere fast vorbestimmt. Steffi Grafs andrägeses Sohn hat in den USA seinen ersten Sportvertrag unterschrieben. Anders als die Eltern spielte er aber nicht Tennis.